So Leute, da bin ich auch schon wieder zurück mit endlich mal wieder einer legendären Aufgabe. Nämlich, was müssen wir machen? Verbringe Zeit in der Luft mit Hilfe eines Sprungzapplers. Den kann man angeln. Schockwellengranaten, die kann man in der Regel überall finden oder sogar in Vorräten. Und man kann natürlich auch den Bogen benutzen, der auch die Schockwellen hat. Aber was habe ich gemacht? Ihr seht schon, ich habe mich hier ein bisschen. Oh. Er fällt mich natürlich einer runterbauen. Ich muss hier schnell sein. Das Ganze mache ich nämlich im Gruppenkeile-Modus und habe mich jetzt einfach, wie ihr seht, hier hat ein anderer sich schon hochgebaut. Aber ich habe jetzt einfach sein Gebautes genommen und bin einfach nochmal einen Tick höher gegangen. Und ich mal gucken, ob es jetzt so eigentlich easy zählt. Die Aufgabe ist für 4 Leute, aber entweder habe ich eine Lobby erwischt, wo es kein Mensch machen will. Oder, keine Ahnung, es zählt wahrscheinlich wieder mal wieder nur Solo. Aber wir gucken jetzt einfach mal, ob das Ganze so schon zählt. Ja, ihr seht schon, der baut sich auch schon hoch. Aber ich muss sagen, Impulsgranaten, ihr seht gerade, ich bin schon eigentlich ziemlich am Ende von der Runde und habe eben erst in den Vorräten da mal eine gefunden. Also irgendwie gefühlt ziemlich selten. Oder ich habe einfach Pech gehabt. So, oh Gott, was habe ich denn hier gebaut, ey? Zack, zack. Ja, hier war nämlich mein Weg, wo ich hier hoch bin. Der andere ist, schätze ich mal, jetzt auch noch da oben. Aber irgendwie zählt die Zeit noch nicht. Ah, er probiert es auch. Oder zählt die Zeit nur, wo man nicht gleitet? Warte, dann probieren wir es nochmal anders. Zack, 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 zack. Das könnte nämlich auch sein. Weil du gleitest ja da nicht. Es geht ja darum, wie lange du springst. Ja, das macht eigentlich auch Sinn. Aber wir werden es natürlich jetzt zusammen herausfinden, weil ihr wisst ja, ich lade keine Aufgaben mehr hoch mit Prediction und hast du nicht gesehen. Oh nein! Ach komm, ernsthaft jetzt? Oh, da wollte wieder einer ganz lustig sein und hat das Peter-Lustig-Heft sich gekauft. Wie kann man denn so langweilig sein, ey? Man weiß doch genau, was der andere da probiert. Mann, Mann, so was Dummes. Echt. Als ob irgendeiner groß Bock hat hier auf die Aufgabe. Ich probiere es nochmal, mich hochzubauen. Also, ich würde sagen, das hier ist trotzdem die beste Variante. Auch wenn ihr natürlich wieder Glück haben könnt, so wie ich jetzt, und werdet dann einfach runtergeschossen. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, bevor ich wieder runtergeschossen werde. So, zack. Ich öffne den Gleiter jetzt mal nicht. Und? Was? 5? 5 Sekunden. Man muss mehr als 100 Sekunden. Lol. Ja, bisher ewig an der Aufgabe dran. Aber ihr seht, so zählt das Ganze halt. Also am besten ist dann wirklich der Impulsbogen. Oder die Fische. Die Fische könnten auch noch OP sein. Aber die habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert. Ich dachte eigentlich, dass es reicht, wenn man quasi einmal springt und den Gleiter benutzt. Aber wie man sieht, es reicht leider nicht. So, dann wisst ihr. Ah, warte mal. Ich weiß, die Aufgabe gibt es gleich. Nämlich Pickaxen, aber da bin ich noch nicht dran. Und ich hoffe, ich konnte euch halt weiterhelfen. Wie gesagt, macht euch am besten dann den Impulsbogen. Ist einfach die einfachste Variante, was ihr dafür braucht. Dürfte eigentlich jedem klar sein. Ihr braucht halt, wie gesagt, warte mal, ich mache mal gerade hier. Aus dem normalen Tüftlerbogen müsst ihr Mechanikbogen machen. Und den könnt ihr dann nochmal aufwerten zum, wo ist es? Da, Schockwellenbogen. Dafür braucht ihr aber, wie gesagt, den mechanischen Bogen und die Schockwellen und dann natürlich Pfeile sammeln. Also das wird dann die schnellste Variante sein. Oder ihr findet halt einen Zapplerfisch, aber ich denke mal, der Bogen wird die schnellste Variante sein. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut herein.